In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dich für die IAFC Beta registrieren kannst. Fangen wir an mit Schritt 1. Um für die IAFC Beta überhaupt registriert zu werden, müssen wir einmal die Region ändern, und zwar in Großbritannien. Das hat den Grund, weil EA den Code für die Beta nur an Accounts aus Großbritannien schickt. Ein, zwei Länder sind auch noch dabei, unter anderem Kanada, aber mit Großbritannien ist das Ganze wirklich fein. Um das auf der Konsole machen zu können, müssen wir einmal auf den PlayStation Store gehen. Wenn wir jetzt hier einmal nach oben gehen, könnt ihr auf der rechten Seite drei Punkte sehen. Die seht ihr jetzt gerade noch nicht, aber wenn ich jetzt meine Cam wegmache, könnt ihr auch hier die drei Punkte sehen, auf die wir raufgehen müssen. Sobald wir hier dann drauf sind, müssen wir einmal raufklicken und runter Richtung Store und Land gehen. Und dann müssen wir hier einmal unser Land von Germany auf Großbritannien ändern, beziehungsweise hier ist es United Kingdom. Gleichzeitig ändert sich dann auch natürlich die Sprache, und einmal auf Bestätigen klicken. Jetzt gehen wir einmal auf den PC oder einfach in einen Browser und da auf die offizielle Seite von EA Sports. So sieht das Ganze aus. Die Links findet ihr auch alle in der Beschreibung. Als nächstes solltet ihr euch mit euren EA Sports Daten einmal hier anmelden. Ich habe das Ganze schon getan, und dann geht man auch direkt auf die Kontoeinstellungen. Die Cam ist jetzt in der Mitte, weil hier ein paar private Informationen sind, und auf diesem Reiter auf der linken Seite müssen wir einmal zu den E-Mail-Voreinstellungen gehen. Bei den E-Mail-Voreinstellungen ist es sehr, sehr wichtig, einmal hier ein Häkchen zu setzen, und zwar, dass ihr alle Informationen zu den EA Sports Produkten bekommt. Und als nächstes müssen wir hier einmal die Häufigkeit ändern, in jeder Zeit. Dann nehmt ihr noch eure E-Mail, die müsst ihr hier einbinden. Und dann solltet ihr hier bei bevorzugten Spielen, wenn ihr dann nichts habt, auf jeden Fall alle Sachen, die mit FIFA zu tun haben, ankreuzen. Das bedeutet FIFA 19, 21, 23, FIFA Mobile, FIFA Competitive Gaming. Das Ganze würde vielleicht, wenn ihr das noch nicht eingestellt habt, so aussehen, und dann müsstet ihr hier drüber die ganzen Spiele quasi hinzufügen. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr als letztes noch eure bevorzugte Plattform raussuchen, und da wählt ihr einmal die PS5 aus, wenn ihr natürlich eine PS5 besitzt. Ihr könnt aber auch eine PS4-Version auswählen, ihr könnt aber auch mehrere Versionen auswählen, wenn ihr zum Beispiel auch ein kleiner Mobile-Zocker seid. Nachdem ihr das dann gemacht habt, müsst ihr einfach nur noch auf Aktualisieren klicken und ihr seid fertig. Wenn euch das weitergeholfen hat, lasst gerne ein Like da, mich würden 50 Likes auf dieses Video extrem freuen. Schaffen wir das Ganze, und wenn ihr neu seid, könnt ihr auch ganz gerne den Channel abonnieren. Hier findet ihr noch weitere Videos, auf die ihr zugreifen könnt, wenn ihr Bock drauf habt, ein bisschen Entertainment zu genießen. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Macht's gut und ciao!